Handball in Kreuzberg, diesmal gleich im Doppelpack. Der BTV 1850 mit den Damen und den Herren am Start. Und natürlich, wie gehört es sich, klar, die Ladies first, also die Damen zuerst gegen den CAC, gegen den Charlottenburger Handballclub. Ein ganz besonderes Highlight für die Kleinen, die Kinder aus Petersball AG, die durften nämlich mit einlaufen. Gegnerinnen in Gelb und Blau kamen also aus Charlottenburg vom CAC und sie hatten nicht viel zu lachen. Ungefährlich im Angriff und überfordert in der Abwehr, besonders gegen die Nummer 17 der Kreuzbergerinnen, gegen Lena Ljukovic, war kein Kraut gewachsen. Am Ende eine klare Sache für den BTV, 32:14 gegen den Charlottenburger Handballclub. Die Damen damit weiter auf Tabellenplatz 2. Wir haben heute 32:14 gewonnen gegen den CAC. Unser letztes Heimspiel heute, nochmal gezeigt, was wir drauf haben. Haben wir jetzt noch ein Spiel und dann geht es in die Relegation um den Aufstieg. Nach dem souveränen Auftritt der Damen kamen nun die Herren an die Reihe. Die zweite Männermannschaft hatte es mit Pfeffersport zu tun. Nach 5 spielfreien Wochenenden endlich wieder ein Spiel in der Flato-Halle. Und gegen den Tabellenneunten aus Prenzlauer Berg konnten die BTV-Männer zeigen, dass sie nichts verlernt haben in der Pause. Am Ende eine klare Sache, 29:21. Ja, nun schon 6 ungeschlagenen Begegnungen stehen die zweiten Männer weiter auf Platz 3, können aber nur weiter nach oben klettern, wenn die Konkurrenz patzt. Das letzte Saisonspiel dann am kommenden Sonntag bei der zweiten Vertretung von Narva. Wir kämpfen noch ein bisschen um den Aufstieg. Vielleicht haben wir Glück und können noch die Relegation schaffen. Von daher war das ein wichtiger Sieg heute für uns. Aber auch nur ein Pflichtsieg und wir hatten unseren Spaß.